Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video. Diesmal das Hardware-Video zu der Technik-Küchenlampe. Wir werden, ich habe ja jetzt schon gesagt, was alles mit bei ist, ich sage es jetzt extra nochmal, wenn ihr die kauft, bekommt ihr ein Stromkabel, zwei Verlängerungskabel, sechs Plastikschienen zum Halten von drei Lampen, zwei hier ran, einen vorne, einen hinten, hier zwei, sechs Schrauben, um es festzuschrauben, für Kabel zum Festmachen und Kabelführung, so eine Klebeteile. Ihr könnt die aber auch festkleben, diese Plasteteile, da habt ihr dann sechs so eine Klebeteile und zwei Verbinder. Und eine Anleitung, die wir nicht brauchen, weil es ganz einfach ist. Ich werde euch da jetzt erstmal zeigen, wie und was ihr damit machen könnt. Dafür müssen wir erstmal die kleinen Schrauben wegräumen. So, und die für Kabel kam mir auch ehrlich gesagt ganz gelegen, weil mein letzter Kauf für die Küche, die Lampen, die waren halt nicht so doll. Da habe ich mir ein bisschen verkauft, aber an sich sind sie schon gut. Ich werde sie jetzt für den Schrank nehmen. Habe ich ja im Hangout schon mal erklärt, dass der Bewegungssensor da nicht so wirklich hinhaut, wie er hinhauen soll. So. Und jetzt machen wir erstmal hier Strom ran. Drehen wir das hier auf. So. Ich bin mal gespannt, welche Licht das macht. So. Jetzt haben wir hier den Stromkabel. Jetzt nehmen wir uns einfach mal hier noch die einzelnen Lampen und machen die mal hier komplett raus, dass ich euch das auch wirklich zeigen kann. So, und da habt ihr hier bei den einzelnen Lampen habt ihr hier die Verbindung, wo man sie verbinden kann. Hier für Strom und hier zum Stecken und auf der anderen Seite genau das Gleiche, also ihr könnt sie so erweitern. Das einmal hier auch die Bienenlöcher zum Stecken für Strom. Ne, hier doch Löcher zum Stecken und Strom. Und hier haben wir auch Löcher zum Stecken und Strom. Löcher zum Stecken und Strom. Also ihr könnt dann halt rein theoretisch auch einen Doppelpack holen und sechs Stück aneinander machen oder was weiß ich. Werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Also ich nehme jetzt einfach mal den Stromkabel, machen den hier ran und ihr seht, wir haben hier Strom. Also Licht. So. Wir nehmen aber mal die erste. Weil da ist das Technik-Logo. Ich wollte euch nur zeigen, dass es funktioniert. So. Da sieht das so aus. Und hier logischerweise pur Strom. Ja? Die sind einfach nur Strom. Die haben kein Bedienungsfeld, kein gar nichts. Das hat nur das Hauptteil. Das Hauptteil machen wir an. Und dann seht ihr hier bei Technik, da leuchtet es blau. Ich hoffe, ihr seht es wenigstens. Und da könnt ihr anmachen. Wenn ihr drückt halten. Ich hoffe, ihr seht es, dass es heller wird und wieder dunkler wird. Ich lasse mal jetzt die dunkelste Stufe, dass ihr die LEDs seht und wie das an ist. So. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Erstens, ihr nehmt den Adapter. Wenn ihr einen ziemlich langen Schrank habt, zum Beispiel, nehmt ihr den Adapter. Macht den da ran. Und macht auf die andere Seite die Lampe ran. Und das könnt ihr dann halt erweitern. So. So. Dann habt ihr eine ziemlich lange Lampe, die über das Bedienfeld an- und ausgemacht werden kann. Aber wenn ihr jetzt sagt, hier zum Beispiel, ich habe einen 80er und einen 40er Schrank,
Ja, und ihr wollt halt hier zwei zusammen haben und hier eins einzeln, dann könnt ihr das auch so machen, indem ihr diesen Adapter abnehmt und ihr nehmt dann halt das Stück Kabel. So. Und dann haben wir dann praktisch hier unseren Schrank, wo das halt so zusammen drunter ist, ein 60er oder ein 80er, wo er sagt, das reicht. Und am 80er so zwei Dinger. Aber ein Stück weiter ist halt noch der 40er. Und da soll auch noch drum Licht, könnt ihr das dann mit dem Kabel erweitern. Ihr könnt leider nicht halt, also ich weiß jetzt nicht, wie lang der ist. Na? Ich habe jetzt mein Maßband hier nicht. Toll. Ich hatte mir vorhin noch hingesetzt, hingelegt hier. Ist die große mit abgedampft. Na toll. Schätzungsweise sind das 40 Zentimeter. So, und dann könnt ihr das dann halt erweitern. Oder ihr sagt dann halt, was auch möglich ist. Ihr habt halt drei Schränke und ihr wollt unter jedem von dem Schrank halt so ein Ding drunter haben. So. Und dann habt ihr dann praktisch mit dem Kabel Luft. So. Aber wir machen das mal kurz ab. So. Und wir haben dann die Möglichkeit, hier über dieses Bedienfeld. Was ich sehr schön finde, ist, dass es blau leuchtet. Dass man dann, wenn die von oben im Schrank montiert ist, dass man da ein kleines blaues Licht hat. Oder dass man vielleicht auf der Arbeitsplatte so her sieht, dass man weiß, wo der Startknopf in etwa ist. Und dass man dann einfach nur gedrückt halten muss. Dann macht man sich das schön hell. Und die sind wirklich hell. Und dann wird es auch gleich wieder dunkel. Dann bleibt es eine Weile dunkel und dann wird es wieder ganz hell. So, und das ist jetzt das Hellste und funktioniert auch sehr direkt mit dem An- und Ausschalten. Qualität ist aus Alu, sieht sehr gut aus. Also optisch sieht es ganz schick aus. Ich hätte es größer erwartet, aber es ist nicht größer. Und die werden jetzt natürlich in meine Küche gebaut, dass wir da schön Licht haben. Ist halt nicht mit Sensor oder so. Wir haben halt einen Knopf, können an- und ausschalten und können dann halt, ihr seht, das funktioniert auch, wenn man nur ganz leicht dran toucht. Und wenn man dann einmal getoucht hat und einfach, wenn sie an ist, nochmal ran toucht und nicht gleich die Hand, den Finger wegnimmt, dann zack, dann geht's hell und dunkel. Wenn wir jetzt so Mittel haben, so, ich habe jetzt einfach mal Mittel gemacht. Dann geht er natürlich erstmal, bevor er weiter dunkel geht, wieder ganz hell. So, ich habe jetzt mal Mittelmaß so. Und jetzt halten wir gedrückt. Dann geht er erstmal wieder ganz hell, um danach dunkel zu werden. Also, ja. Finde ich saugut. Also auch von der Helligkeit bin ich da jetzt gerade ein bisschen perplex. Ich hätte nicht gedacht, dass die so hell sind. Wir haben halt weiß. Nicht dieses gelbliche. Man kann auch nicht umschalten. Was ich ein bisschen schade finde, aber ja, ist okay. Was jetzt vielleicht cool gewesen wäre, wenn man nicht nur diese kleinen, also das ist vielleicht als für Technik, als für das nächste Mal, als wenn es davon eine V2 gibt oder so, als kleinen Hinweis, was man machen könnte, wenn man schon so, dass man es eng an eng machen kann. Ja, und dann halt hier ein Kabel hat. Und man möchte vielleicht den doch erweitern, dass man zweie und dann halt immer viel weiter will, dass man hierfür vielleicht noch einen Adapter draufpackt. So. Und dann halt, dass man die dann so miteinander machen kann. Das wäre vielleicht noch cool. Aber das Meckern auf hohem Niveau. Ihr könnt davon auch gleich zweie kaufen und dann halt sechs Lampen hintereinander ballern oder so. Das ist auch möglich. Ja.
Und ich werde die jetzt mal testen und werde die dann anbauen und im Küchenvideo werdet ihr das dann sehen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen wären Träumchen. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, wenn sie angebaut sind, nur über die Lampen, wenn sie angebaut sind und zeige es euch im angebauten Zustand und wie ich es gemacht habe. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.